Haben Sie noch Fragen? Sind gleich fertig. Ja, hier vielleicht nach. Warum haben Sie sich, ich meine, ein Mann mit Ihren Möglichkeiten, warum haben Sie sich in diesem Verlag ausgerechnet auf Mord und Totschlag gestürzt? Finden Sie das Wort gestürzt gut? Nein. Weil die Kriminalliteratur die eigentliche Literatur des Bürgertums ist. Die wahre. Sie zeigt die andere Seite der Medaille. Die düstere. Übrigens, Ihr Gerät läuft schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich komme auch so ganz gut zurecht. Gibt es vielleicht irgendwelche persönlichen Gründe? Jede Kriminalgeschichte, die ich verlege, die ist eigentlich ein nicht gelebtes Abenteuer von mir. Etwas, was ich nie tun darf aufgrund bürgerlicher Konventionen. Ich möchte das lesen vorher. Und wenn ich das nicht will? Haben Sie mich nicht verstanden? Unterschätzen Sie nicht die Werbung für Ihren Verlag. Ich glaube nicht, dass wir welche brauchen, jedenfalls nicht im Augenblick. Herr Warner? Herr Filtscher? Verraten Sie mir doch mal, warum Ihre Zeitung ausgerechnet Sie zu mir geschickt hat. Mein Chefredakteur weiß, dass meine Frau Ihre Geliebte ist. Was findet er spannend? Ich dachte immer, Sie wären drüber weg. Jetzt, nach der Scheidung. Nein, das bin ich nicht. Vielleicht sind Sie ein Masochist. Das bin ich überhaupt nicht. Weiß Ihre Frau, dass Sie eine Geliebte haben? Sie weiß es. Möchten Sie einen Kaffee, bevor Sie gehen? Jetzt gerade frisch. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ah, jetzt haben Sie mich wieder drauf. Was? Thilo? Mein Gott. Wie lange ist das her? Naja, so lange ist es ja nun auch wieder nicht her. 15 Jahre? Ich kriege heute noch Herzklopfen, wenn ich daran denke. Erster Tag, Volontär bei der Zeitung. Dann gleich mit dem großen Thilo Burg. Möchten Sie sich doch einen Kaffee? Ich habe doch gesagt, ich möchte keinen. Können wir mal wieder was zusammen machen, wenn Sie wollen. Ja. Ich muss weg. Ich bin spät. Sie haben mich nicht mal gefragt, was ich gerade mache. Ja, was machen Sie denn? Ach, hauen Sie doch ab, Mann. Interessiert Sie überhaupt nicht. Claudia? Ist Burg noch da? Wo soll er denn sonst sein? Hä? Ja, komm rein. Thilo. Schön, dass du siehst. Nein, nein, hier. Ich hab nicht viel Zeit. Na klar, du hast nie Zeit. Möchtest du einen Kaffee? Danke, hab schon. Es war eine interessante Kombination eben. Ralf Warner und du. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Lass mich raten. Ja, mach das. Du willst unbedingt wissen, wie hoch deine Schulden beim Verlag sind, stimmt's? Du überlegst ja nichts mehr von mir. Es kauft ja auch keiner mehr deine Bücher. Ich habe deine Schulden hier, willst du sie wissen? Ich kenne sie, ich kenne sie. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Einmal noch Vorschuss, bitte. Ich habe eine tolle Idee. Ich Muss mich nur hinsetzen und sie aufschreiben. Eine Riesengeschichte. Nein. Die werden mir jetzt mein Haus unterm Arsch weg zwangsversteigern. Das wär's dann endgültig. Weißt du das? Dann fängst du eben wieder von vorne an. Wie soll das gehen, bitte? Du überfällst eine Bank. Musst ja niemanden anschießen. Wie damals. Dann wirst du erwischt. Und in der Untersuchungshaft fängst du deinen nächsten Roman an. Es müssen ja nicht 8 Banken hintereinander sein, wie damals. In dem Alter bist du nicht mehr. Ja, ich beschreibe nur dein Leben, nicht meins. Ich sehe kaum noch Unterschiede in der Moral zwischen einem wie mir und einem ordentlichen Bürger wie dir. Lass dir dazu eine gute Geschichte einfallen. Kannst du mal mit Erpressung versuchen. Es ist weniger gefährlich als Banküberfall. Das würde ich nicht sagen. Ja, wird schon werden. Ich möchte von jetzt ab nicht mehr gestört werden. Ach so, ja. Es wird länger heute Abend. Soll ich da bleiben? Nein, ich muss das Manuskript von Finch lesen. Die Änderung liegt dir auf Bahn. Sei so lieb und versuche meine Frau zu erreichen, ja? Das ist wichtig. Seien Sie. Kann es sein, dass ich Sie kenne? Sind Sie nicht Thilo Burg, der Autor? Nee, ganz bestimmt nicht. Warner? Wer ist da? Abendpostredaktion, guten Tag. Hallo. Ja. Wer ist da bitte? Gut. Hallo? Ich werde es notieren. Was soll das? Hm. Ralf? Bist du das? Bitte hör auf, mich zu belästigen. Ich weiß im Moment nicht. Burg ist mein Name, Thilo Burg. Kann ich im Moment reinkommen? Jetzt weiß ich. Tut mir leid, Herr Burg, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Das habe ich heute schon mal gehört. Ich muss weg. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was Sie von mir wollen. Der große Thilo Burg. Ja. Das war einmal. Ich möchte, dass Sie bei Helmut Filtscher ein gutes Wort für mich einlegen. Aha. Und wie kommen Sie da auf mich? Das ist gar nicht so schwer. Hören Sie, ich muss los, ich muss gehen. Ich kann Sie ein Stück mitnehmen, wenn Sie wollen. Sehen Sie, Sie wissen, dass ich keinen Wagen mehr habe. Immerhin. Was, immerhin. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Ich brauche Geld. Sie sollen bei Filtscher dafür sorgen, dass ich Geld bekomme. Vorschuss. Warum ich? Weil Sie seine Geliebte sind. Was ist daran so spannend? Dass er sehr reich geheiratet hat und seine Frau das offensichtlich nicht weiß. Ja. Sie haben sich überhaupt nicht geändert. Ja, Warner? Wo ich bin? Ja, wo bin ich denn? Sag ihm, ich bin bei einer Recherche. Wozu? Zu diesem Interview, was er wollte, das unbedingt ich machen sollte. Ich melde mich gleich wieder. Wie viel brauchen Sie? 100.000 ist die untere Grenze. Das können Sie vergessen. Die nehmen mir mein Haus weg. Ich habe Sie gar nicht gefragt, wo ich Sie absetzen soll. Machen Sie einen kleinen Schlenker und setzen Sie mich bei der Villa von Filtscher ab. Ist das Ihr Ernst? Ich habe keine Zeit mehr. Zeit, Spaß zu machen. Sie sind schon zu weit. Das Haus Filtscher liegt da drüben. Das wissen Sie doch. Und was passiert jetzt? Was wollen Sie Frau Filtscher sagen? Vielleicht gibt sie Ihnen ja das Geld. Warum sollte sie mir Geld geben? Vielleicht wollen Sie sie fragen, ob sie weiß, dass Ihr Mann mein Liebhaber ist. Filtscher Verlag, guten Tag. Nein, das geht jetzt nicht. Wenn ich Ihnen sage, es geht jetzt nicht, dann geht es nicht. Wie bitte? Also gut, bleiben Sie dran. Herr Filtscher, dass die Dame am Telefon, die nie ihren Namen nennen will. Und soll ich sie danach mit Ihrer Frau verbinden? Da war immer besetzt. Ja, nach diesem Gespräch. Warum rufst du mich hier an? Du kennst doch meine Sekretärin. Wieso fährst du ihn dahin? Er wollte es unbedingt. Danke. Thilo, wo kommst du denn her? Mein Gott, haben wir uns lange nicht gesehen. Entschuldigung, ich habe keine Blumen mitgebracht. So, die hast du drin vergessen. Komm, gib her. Du brauchst dich nicht zu revanchieren. Ich weiß, wie ich aussehe. Wir sind beide ein bisschen älter geworden, nicht? Unser Mädchen hat heute frei. Wir sind allein. Siehst gut aus. Ja, ja. Was kann ich dir anbieten? Mineralwasser. Nee. Ja. Nee, das habe ich im Moment trockengelegt. Entschuldige. Ja, hallo? Ah. Ich bin's. Ich wollte deine Stimme hören. Und? Wie geht's dir? Was machst du gerade? Na, rate mal, wer bei mir ist. Thilo. Thilo Burg. Ich finde, der hat sich überhaupt nicht verändert. So, ja, dann gib ihn mir doch gleich mal. Du, mein Mann möchte dich sprechen. Ja? Ja, da bin ich. Sag mal, bist du noch ganz gescheit? Was soll das Ganze? Danke, kann ich klagen. Thilo, ich warne dich. Mach keinen Fehler. Es könnte fatale Folgen haben. Ich habe genug Fehler gemacht, einen mehr oder weniger. Oder hast du es dir anders überlegt? Ich kann dir kein Geld geben. Jetzt gebe ich dir Susanne wieder. Gut sieht sie aus. Doch, hervorragend. Ja, wir sind allein. Das Hausmädchen ist nicht da. Sag mal, was wolltest du eigentlich? Ich wollte sagen, dass es später wird, also bitte wart nicht auf mich. Heute Abend läuft ein uralt Thriller von Burg im Fernsehen, ein Kinofilm. Kennst du den? Thilo Burg, müsstest du eigentlich. 8 Banküberfälle damals. Robin Hood haben die den genannt, wäre gerne gewesen. Dann fing er mit dem Schreiben an. Ja, den kenne ich auch. War ein ganz gewöhnlicher Krimineller. Sein richtiger Name ist Walter Gorski. Gorski. Die bürgerlichen Konventionen verbieten mir, gewisse Abenteuer zu erleben. Und das vom Filtscher. Weiß Ihre Frau, dass Sie eine Geliebte haben? Sie weiß es. Erinnerst du dich? Die hast du mir mal zu Weihnachten geschenkt. Stell dir vor, ich hätte dich damals gefragt, ob du meine Frau werden willst. Oh Gott, das wäre nicht gut gegangen. Aber du wolltest gerne, nicht? Bankräuber heiratet Millionen. Thilo, inzwischen hatte ich die Gesellschaft akzeptiert. Mach dir nichts vor, sie hat sich geschmückt mit mir. Ich habe eben Filtscher geheiratet und du hast einen Verleger bekommen. Ja, so kann man das auch sehen. Ja, bitte? Am Apparat, ja? Wer ist denn da? Setz dich doch. Es war ein Mann am Apparat, der hat gesagt, er sagte... Helmut hat eine Geliebte. Sie heißt Ruth Warner. Sie wohnt er hat sie schon lange. Bitte sag, dass es nicht wahr ist. Sag es doch. Bitte sag es doch. Ihr Wissen über praktische Polizeiarbeit ist nach wie vor gleich null, lieber Herr Finch. Aber gut gefällt mir, wie Sie aus einer Atmosphäre heraus Spannung erzeugen. Das hat... Ich dachte, Sie haben das Licht brennen lassen. Entschuldigung, ich bin gleich wieder weg. Soll ich die Tür wieder zumachen? Ich bitte darum, Herr... Platschek. Herr Platschek, bitte. Wo wir hier sind? Na klar, im Filtscher Verlag. Hier sind auch die Geschichten von Burg verlegt worden. Thilo Burg, Walter Gorski. Wusste der nicht was? Wo ist denn der Wachmann geblieben? Moment. Kommen Sie mal. Ich. Mein Gott. Was soll ich mir jetzt Vorwürfe machen? Das Haus schluckt ja alles. Schüsse, Schreie, man hört nichts, man hört nichts. Kannst du schon was sagen? Ja, 4 Schüsse, einer davon direkt ins Herz. Und soweit ich das beurteilen kann, aus nächster Nähe abgegeben. Wann? Ja, so vor 5, 6 Stunden, also ja, so Mitternacht. Plus, minus einer Stunde. Wann waren Sie hier oben? So um 10 Uhr. Ich dachte, er hat vergessen, das Licht auszumachen. Hat er was gesagt? Nichts. Hier gibt's doch nichts zu holen. Nur Bücher. Entschuldige, ich muss gehen. Wiedersehen. Sag mal, die Schüsse sind da fast aufgesetzt. Wo sind deine Leute? Die müssen doch vor uns da sein. Schon unterwegs. Oder siehst du das anders, Werner? Ich sehe da noch viel mehr. Das hier ist, glaube ich, ziemlich kaltblütig gelaufen. Wieso glaubst du? Er hat gerade diktiert. Mhm. Das Band, die Kassette ist weg. Richtig. Hat der Täter Nerven gehabt. Warum hat er sie mitgenommen? Weil da wahrscheinlich der Ablauf des Mordes drauf ist. Hallo? Warner hier? Hallo? Wer ist da? Bist du das? Sag was, verdammt. Hallo? Hallo? Wer sind Sie bitte? Ich bin Claudia Bansch, die Sekretärin von Herrn Finch. Ich wurde angerufen. Wollt ihr nicht los? Meine Mitarbeiter. Herr Johnson, Herr Heimann, mein Name ist Kress. Ich kann hier nicht rein. Kommen Sie bitte mit. Nie mit sowas konfrontiert worden. Mit einem Mord? Ich habe immer nur darüber gelesen. Sind Sie gut mit Herrn Filtscher ausgekommen? Wie war der so als Chef? Mein Gott, ist das alles furchtbar. Wann sind Sie gestern Abend gegangen? So um 7. Und wer war der letzte Besucher? 16 Uhr Thilo Burg. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Und dann... Davor war Ralf Warner hier, ein Journalist. Verzeihung, kann ich jetzt gehen? Plötzlich ist da jemand weg aus deinem Leben. Kurz vorher war er noch ganz nah. Was war er für ein Mensch? Was für ein Mensch? Er wäre am liebsten einer aus seinen Romanen gewesen, die er verlegt hat. Stark. Verletzbar. Voller Lust auf Auseinandersetzungen. Aggressiv, zynisch. Es war nie langweilig mit ihm. Was stehen Sie hier so rum? Wollen Sie sich nicht setzen? Wo arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Ärztin, ich habe die ganze Woche Nachtdienst. Ich muss jetzt was trinken. Hatte Herr Filtscher Feinde? Feinde. Er liebte sie. Mehr als Freunde. Wenn wir Sie fragen, wer das war heute Nacht, fallen Ihnen da spontan Namen an? Mein Mann. Mein geschiedener Mann. Er hasste ihn. Klar und wie. Filtschers Frau. Seine Frau? Und dann fragen Sie auch noch Thilo Burg, den Autor, den kennen Sie doch. Den werden wir fragen. Seine Sekretärin. Da gibt's bestimmt noch ein paar mehr. Und wieso die? Ich meine, seine Sekretärin. Mit der hat er was, glaube ich. Ich habe Ihnen doch gesagt, es war nie langweilig mit ihm. Ich gehe nicht rein. Wo ist das Telefon? Im Schlafzimmer. Da waren ja Chancen. Ja, Leo. Haben wir ja wieder mal so richtig reingelangt ins volle Menschenleben. Was, wer? Die Sekretärin, die war mit ihrem Freund zusammen. Ja, hat sie auch. Die haben sich zusammen den Kinofilm von Burg im Fernsehen angesehen, diesen Thriller da. Moment, Leo. Der lief gar nicht, der ist abgesetzt worden. Der lief Tennis live. Es ist wie immer, alle lügen. Na, dann kümmert euch mal drum. Wiedersehen. Bis dann. Ende. muss noch was sagen. Ich habe was vergessen. Unten, gestern Nacht, in der Tiefgarage. Sie hat gedacht, ich sehe sie nicht. Wer? Die Sekretärin. Die Frau Bansch war da, in ihrem Wagen gesessen. Hat mal wieder spioniert. Wie meinen Sie das? Und warum sagen Sie das erst jetzt? Das ist nichts Besonderes. Das war schon oft. Oh, Verzeihung. Nichts passiert. Ah, gut. Ich glaube, sie ist hemmungslos eifersüchtig. Naja, das ist ja jetzt vorbei. Moment. Entschuldigen Sie, aber die Tür nach draußen war offen. Herr Burg. Das Mädchen ist in die Apotheke gefahren. Ich bin überrascht, Sie hier zu treffen. Ja, ich weiß, was Ihnen da alles einfällt. Klar. Wollte zu Frau Filtscher. Sie ist oben. Sie hat sich hingelegt. Es geht ihr nicht gut. Leben Sie hier? Nee. Nachdem Frau Bansch, die Sekretärin, hier angerufen hat, hat Frau Filtscher mich gebeten, zu kommen. Entschuldigung. Ich werde Frau Filtscher fragen, ob sie mit Ihnen sprechen kann. Moment, langsam. Langsam, Herr Burg. Wollen wir uns nicht setzen? Entschuldigung. Ich bin ja nicht zu Hause. Ich hole Ihnen gleich Wasser. Ist jemand gekommen? Ja, die Polizei, glaube ich. Soll Dr. Forster nicht doch noch mal kommen? Schau mal, das ist der Artikel, den Warner gestern mit Filtscher gemacht hat. Nochmal. Sie haben Frau Filtscher nicht gesagt, dass Ihr Mann ein Verhältnis mit Frau Warner hat. Also ich finde das unmöglich, was Sie da gerade versuchen. Was versuche ich denn? Mit Susanne. Das war schon eine Jugendliebe. Und? Wie ist der Abend hier verlaufen? Was gucken Sie mich so an? Sie können es nicht lassen, was? Meine Arbeit ist Ihnen ja nicht unbekannt, oder? Jetzt müssen Sie nur noch Gorski zu mir sagen. Ich warte. Susanne hat sich gestern nicht gut gefühlt. Sie ging nach oben und hat sich hingelegt. Und Sie? Ich habe eine Zeit lang gewartet, bis sie wieder runterkommt. Dann war ich bei ihr oben. Sie war eingeschlafen. Das ist das Hausmädchen. Kann Herr Kress jetzt zu Frau Filtscher? Sie will niemanden sehen. Dr. Forster soll noch mal kommen. Es geht ihr ganz schlecht. Wenn Sie wollen, können wir in Ihre Kantine gehen und was essen. Ich habe keinen Hunger. Außerdem habe ich viel zu tun. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wie haben Sie vom Tod von Herrn Filtscher erfahren? Im Radio. Im Autoradio. Ich bin nicht zusammengebrochen, wenn Sie das meinen. Das meinen wir nicht, nein. Waren Sie schon bei meiner Frau? Sie war. Sie haben am Nachmittag ein Interview mit Filtscher gemacht. Wenn Sie das schon wissen. Was wollen Sie denn? Und am Abend und in der Nacht, was haben Sie da gemacht? Gar nichts. Das ist ein bisschen wenig, nicht? Naja, ich habe den Revolver geputzt, mit dem ich dann den Filtscher erschossen habe. Ist gar nicht so schlecht. Wir haben nämlich keine Hülsen gefunden. Revolver kann schon mal richtig sein, ja. Fabelhaft. Wir sehen uns dann im Präsidium. Um 18 Uhr. Ich kann das nicht erzwingen, dass es der Frau Filtscher so schlecht geht. Aber morgen musst du mit ihr reden, Leo. Musst du. Weiß ich selber. Also, was haben wir? Wir haben keine Mordwaffe, wir haben keine Hülsen, wir haben keine Kassette aus dem Diktiergerät. Und Zeugen haben wir auch keine. Warner ist jetzt eine Stunde drüber. Herr Kress, Frau Bansch ist da. Ja, bitte. Bitte. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe gehört, Sie suchen mich. Sie waren etwas plötzlich weg. Hätte ich mich abmelden sollen? Ja, das hätten Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Ich hab's ja nicht mehr ausgehalten. Das ist nicht das Problem. Sie haben uns belogen. Ihr Freund sagt, Sie waren den ganzen Abend nicht bei ihm. Auch nicht in der Nacht. Und der Kinofilm von Thilo Burg, den Sie im Fernsehen gesehen haben wollen, der lief gar nicht. Ja? Und nun? Sie haben unten in der Garage vom Verlagshaus in Ihrem Auto gesessen und gewartet. Warum? Ich wollte ihm folgen, wenn er zu ihr gefahren wäre. Zu dieser Frau, die am Telefon nie ihren Namen nennt. Wir müssen Ihnen das nicht glauben. Es reicht uns auch nicht. Herrgott, warum hätte ich ihn umbringen sollen? Also gut, ich biete Ihnen was an. Ralf Warner ist gekommen mit seinem Wagen. Das ist schon mal sehr gut. 10 Minuten später ist er wieder weggefahren. So gegen 10:30 etwa. Und sonst? Nichts. Sonst war nichts. Ich bin dann so gegen 1 Uhr gefahren. Im Büro von Herrn Filtscher brannte noch Licht. Lass mich nicht allein. Bleibst du nicht hier? Das geht nicht. Susanne. Du hast mich nicht verstanden. Doch. Irgendwann. Bleib ich hier. Unsere Musik? Danke. Darf ich bei Ihnen mal telefonieren? Selbstverständlich. Stellen Sie doch dieses Ding hier ab. Ich finde es nicht überziehen, Herr Warner. 14 Stunden zu spät kommen reicht. Sie waren wo, wann, vorgestern? Vorgestern. Da war ich bei mir zu Hause, so ab 20 Uhr. Das ist aber gar nicht gut. Nein. Ohne Zeugen. Nehme ich an. Ohne Zeugen, ja. Ohne Zeugen. Am vorgestern Abend zwischen 10 und 11 Uhr bei Filtscher im Verlagshaus. Und dafür gibt es Zeugen. Ja, so ist es, Herr Warner. So, und jetzt setzen Sie sich wieder hin. Ich setze mich mal nicht, ich will. Ich hab's mir doch gedacht. Hier, das Interview. Ich habe mir seine Unterschrift besorgt, damit ich drucken kann. Und warum haben Sie das nicht früher gesagt? Mann, weil Sie mich da gestern schon eingelocht hätten. Sagen Sie nicht nein, Sie hätten. Vielleicht habe ich diesen Scheißkerl ja gleich nach der Unterschrift erschossen. Das war nicht gut, Herr Warner. Ich weiß. Entschuldigung. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Und lassen Sie uns vernünftig reden. Also nachdem ich von ihm weg bin, habe ich dieses Interview abgeschrieben. Ich war überhaupt die meiste Zeit in der Redaktion. Tja. Da ist mir alles wieder hochgekommen. Seine unbeschreibliche Arroganz. Meine Situation. Ja, und bevor ich dann am Abend zurückgefahren bin, um das unterschreiben zu lassen, da habe ich seine Frau angerufen und sie gefragt, ob sie wüsste, dass ihr Mann eine Geliebte hat. Und? Wusste sie's? Ich habe ihr dann gesagt, dass meine Frau seine Geliebte ist. Jetzt habe ich noch eine Frage. Warum haben Sie sich gestern mit Ihrer Frau getroffen? Nach so langer Zeit. Man spricht sich wieder. Wer waren die drei Männer? Die waren von der Zwangsvollstreckung. Sie sind weggefahren. Machen Sie sich keine Sorgen, die kommen wieder. Mit der Polizei dann. Ich mache mir auch keine Sorgen. Sind Sie nicht überrascht, mich hier zu sehen? Doch. Ja. Es ist wegen des Todes von Filtscher. Ja? Ja, das kann man so sagen. Ich habe allerdings nicht viel Zeit. Sie werden Zeit haben. Werde ich? Aha. Also, worum geht es? Eigentlich ist alles ganz einfach und übersichtlich. Um 11:30 Uhr vorgestern Nacht ist Frau Filtscher mit ihrem Wagen ins Verlagshaus gefahren. Und 15 Minuten später wieder weggefahren. Um 11:45 sind Sie gekommen, zu Fuß. und 10 Minuten später wieder gegangen. Durch die Tiefgarage. Warum kommen Sie da zu mir? Einer von Ihnen beiden hat Helmut Filtscher erschossen. Ich bete, dass es seine Frau war. Warum kommen Sie da zu mir? Weil wir beide Frau Filtscher erpressen werden. Sie brauchen Geld und ich brauche Geld. Oder waren Sie es? Bitte, Anna, machen Sie einen Tee. Guten Tag. Mein Name ist Kress. Ich darf Ihnen meinen Beileid aussprechen. Danke. Ja. Mein Gott. Bitte? Danke. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergehen soll. Frau Filtscher, es tut mir leid, ich muss Sie das fragen, aber ich mach's kurz. Haben Sie gewusst, dass Ihr Mann eine Geliebte hatte? Nein. Bitte. Überlegen Sie sich die Antwort. Nein. Haben Sie es gewusst? Nein! Frau Filtscher, ich frage Sie das noch mal. Haben Sie gewusst, dass Ihr Mann eine Geliebte hatte, ja oder nein? Nein. Ja. Es war ein Anruf an dem Abend. Dann sind Sie nach hinten, die Treppe runter, auf die Straße zu Ihrem Wagen. Ich möchte nicht darüber sprechen. Wir müssen aber darüber sprechen. Ich habe meinen Mann nicht umgebracht. Was glauben Sie, wie oft ich solche Sätze schon gehört habe? Deswegen muss es nicht die Unwahrheit sein. Aber Sie leugnen nicht, dass Sie in den Verlag gefahren sind. Was ist da passiert? Nichts. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit meinem Mann. Aber ich habe es nicht geschafft, ihn umzubringen. Und das soll ich Ihnen glauben. Verlangen Sie da nicht ein bisschen viel von mir? Erzählen Sie das mal dem Untersuchungsrichter. Aber was hat Thilo Burg jetzt damit zu tun? Thilo Burg hat nichts damit zu tun. Nichts! Gar nichts! Frau Filtscher, ich muss Sie leider bitten, mich ins Präsidium zu begleiten. Ja? Herr Burg? Hallo? Hallo, Herr Burg, hier ist Anna. Herr Burg, es ist etwas Schreckliches passiert. Was? Nein, die Polizei. Die Polizei nimmt Frau Filtscher mit. Herr Burg! Warten Sie hier, ich muss nur Geld holen. Danke sehr, Schüssel. Auf Wiedersehen. Herr Burg! Gut, dass Sie kommen, Herr Burg. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe, sage ich Ihnen. Sie werden zwangsvollstreckt. Es gibt keine Katastrophen mehr in meinem Leben. Nie mehr. Ich möchte 100.000 Mark. Was möchten Sie? 100.000 Mark. Sofort in großen Scheinen. Waffe weg! Das ist ein Schreckschussrevolver. Jetzt weiß ich das auch. Ich war zufällig hier. Jetzt richtig drauf angelegt. Worauf hat das angelegt? Dass ich zurückschieße. Er hat meine Notwehr bewusst provoziert. Wollte bloß Geld abheben. Kannst du mir schon mal deine Waffe geben? Hier ist für dich. War in seiner Tasche. Hey. Sie reden mit dem Staatsanwalt. Wird sicher eine längere Geschichte, aber... Meldest dich dann bei uns. Hm? Na? Geht's wieder? Ja. Die mochten Herrn Burg. Wir kannten uns schon als Kinder. Ich weiß. Das ist die Waffe, die jemand in dem Container gefunden hat. Bestimmt, die Fingerabdrücke von Thilo Burg sind drauf. Die Hülsen stecken noch. Ich dachte, Sie haben die Waffe auch in der Hand gehabt. Also nochmal, Frau Filtscher. Wie ich von meinem Mann zurückgekommen bin, da hat Thilo Burg mir die Waffe weggenommen. Er war ganz ruhig. Er sagte, geschlafen. Ich fahre jetzt nach Hause. Und dann ist er mit einem Taxi in den Verlag gefahren, der Herr Burg. Oder wie? Ich weiß es doch nicht! Ja, Herr Kress, so geht das manchmal im Leben. Die Waffe, die Sie suchen, habe ich in den Müllcontainer in der Garage geworfen. Der Realismus eines wirklichen Mordes ist niemals richtig zu beschreiben. Das Töten. Jetzt weiß ich es. Ich, Thilo Burg, habe Helmut Filtscher getötet. Susanne hat es nicht geschafft. Umdrehen wir den Zettel. Alles endet so, wie es angefangen hat. Ist das nur Schicksal oder ist es auch merkwürdig? Wiedersehen, Herr Kress, Wiedersehen, Susanne. Ich küsse dich. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Frau Filtscher. Sie sind frei, Sie können gehen. Vielen Dank. Na? Aber so geht's manchmal. Aus diesen genannten Gründen zögere ich noch, Ihre Geschichte, lieber Herr Finch, zu verlegen. Absatz. Ich bin aber sicher, dass wir nach den besprochenen Änderungen das Buch auflegen werden, Absatz Ende. Wissen Sie, lieber Herr Finch, das Leben hat keine Moral. Es ist... Was machst du denn hier? Was soll das? Lass doch den Unsinn. Sag mal, bist du verrückt? Ich war in meinem Leben noch nie so klar wie jetzt. Komm, lass das. bitte. Komm nicht näher. Nein, nicht! Nicht, Susanne, nicht! Lass das!